Sir Arthur Dane? The Sword of the Morning. Father said he was the best swordsman he ever saw. And now it begins. Now it ends. Da ist er endlich. Der eine Flashback, auf den die Leser seit der ersten Staffel der Serie warten. Und er wird nicht zu Ende erzählt. Im Buch war es noch Ned Stark selbst, der sich an den berühmten Schwertkampf mit der Königswache Sir Arthur Dane zurückerinnerte. Bran und der Raven werden aber bestimmt an jene Zeit und an jenen Ort zurückkehren, um uns zu zeigen, wie Lord Eddard seine Schwester wieder traf und hoffentlich, was das für das große Ganze der Serie bedeutet. Eine bestimmte Fantheorie hat wohl gerade Hochkonjunktur. Doch nicht ganz zufällig sagt diese Szene auch etwas über Ned Stark selbst aus. Er mag ein Ehrenmann sein, aber wenn es darum geht, den Schein der Ehre zum Wohle der Sache zu wahren, macht er es. Und so besiegt er Sir Arthur Dane nicht im fairen Zweikampf, sondern beendet nur das, was Howland Reed unehrenhaft durch einen Dolchstoß von hinten ermöglicht hat. Ehre geht eben manchmal nur so weit, bis es um das Leben oder die Ehre anderer geht. Vielleicht ein Vorbote für die anderen Geheimnisse von Ned Stark. Ich finde es übrigens beachtlich, wie nahe der jugendliche Ersatz an den jungen Sean Bean herankommt. Ganz nah an ihre Vergangenheit kommt Ex-Khaleesi Daenerys, als sie wieder an die Wirkungsstätte zurückkehrt, wo sie einst ein ganzes Pferdeherz vertilgt hat. Und auch wenn ihr die anderen Witwen einreden wollen, dass sie ebenfalls nichts Besonderes sei, könnte sie wieder ausgerechnet hier ihre Einzigartigkeit unter Beweis stellen. Alles andere als einzigartig will Arya sein, sondern stattdessen ein Niemand. Und wer genau wie ich bis jetzt daran gezweifelt hat, dass sie ihre Vergangenheit wenigstens für den Moment ablegen könnte, wird eines Besseren belehrt. Denn es ist eine Sache, einen gesichtslosen Diener eines Gottes mit vielen Gesichtern zu belügen, aber eine völlig andere Sache, dessen giftigem Zauberwasser etwas vorzumachen. Arya ist wirklich no one. Und ganz gewiss kann man einer bestimmten Person überhaupt nichts vormachen, Varys. Der ehemalige Master of Whisperers wird seinem Ruf mal wieder gerecht und die Tatsache, dass drei Städte außerhalb von Meereen für die Harpyen verantwortlich sind, erklärt auch meine Bedenken im ersten Recap-Video. Man fackelt nun mal keine Schiffsflotte ab, wenn man die Besatzer wieder loswerden will, sondern wenn man sie davon abhalten muss, eine andere Stadt schnell zu erreichen. Ich bin gespannt, was Tyrion nun ausheckt. Das letzte Mal, als er drei Nachrichten in die Welt setzte, entlarvte er einen Verräter und schickte seine Nichte nach Dorne. Da musste Tyrion aber noch als Hand of the King mit den Intrigen in und außerhalb des Small Councils zurechtkommen. Doch diese Position hat nun sein Onkel Kevin Lannister inne. Buchkenner werden sich erinnern, dass sein besonnenes Handeln ihn mit den Little Birds von Varys konfrontierte, die nun aber indirekt Cersei unterstellt sind. Und während der Small Council debattiert, oder besser gesagt eben nicht debattiert, versucht King Tommen, das Heft wieder selbst in die Hand zu nehmen. Aber es reicht nun mal nicht aus, zu sagen, dass man der König ist. I am the king. I will punish you. Any man who must say I am the king is no true king. Auf seinen zukünftigen Titel als Lord Tully musste Samwell eins verzichten. Sein Vater schickte ihn zur Night's Watch. Abstammung verpflichtet nun mal in Game of Thrones und er hielt Samwell für nicht würdig genug. Auch wenn der offensichtlich unsympathische Randall Tully oft erwähnt wurde, werden wir ihn in Staffel 6 zum ersten Mal vor der Kamera erleben können. Your father's Randall Tully. Defeated my brother at the Battle of Ashford. Und das, obwohl Samwell Gilly versprochen hat, sie nie mehr wegzuschicken. Die Folge nimmt es mit der Ehre aber auch nicht allzu genau und heißt Oathbreaker. Aber wer muss sich schon an einen Eid halten, wenn der eigene Tod ihn davon entbindet? So geschehen endlich bei Jon Snow. Er richtet seine eigenen Mörder hin und entsagt der Nachtwache. Interessant ist sein Zögern. Die einfache Deutung? Gerade der Verrat durch den wild entschlossenen Olly setzt ihm zu. Die weitreichende Deutung? Er zögert, weil er weiß, wo er sie hinschickt. So sei laut dem Darsteller der Jon Snow, der zurückgekommen ist, ein anderer Jon Snow als der, der gegangen ist. Für seine Figur sei es der wichtigste Dialog der gesamten Staffel, als Melisandre ihn fragt, was er gesehen habe, und er antwortet, nothing, nichts. Kein Leben nach dem Tod, keine Bewusstseinsübertragung auf Ghost, nichts. Diese Erkenntnis würde die größte aller Ängste bedienen. Jon sei immer ein Mann gewesen, der keine Angst vor dem Tod hatte, solange dieser ehrenvoll war. Jetzt hat er Angst vor dem Tod. Sein Leben muss gelebt werden, weil die Alternative das Nichts ist. Aber sollte er erneut sterben, will er auch nicht wieder zurückgebracht werden. Das ist die Bürde, die er jetzt tragen muss. Und die Redewendung "You know nothing, Jon Snow" bekommt jetzt eine völlig andere Bedeutung. You know nothing, Jon Snow.
Doch die Folge hieße nicht Eidbrecher, wenn nicht wenigstens noch ein Hammer auf uns warten würde. Haus Amber liefert Ramsay Bolton den einst entflohenen Rickon Stark aus. Als Bran und Rickon sich getrennt haben, wollten Letzterer und Osha sich bei den Ambers verstecken, was wohl sehr lange Zeit gut ging, bis jetzt. Plötzlich liefern diese die beiden aus. Das verstorbene Familienoberhaupt war Greyjohn Amber, der in der Serie bei der Red Wedding getötet, aber in den Büchern gefangen genommen und als Geisel gehalten wird. Das einst loyale Haus wird hier also als Eidbrecher dargestellt, eine Bezeichnung, die Greyjohn mal ziemlich missfiel. Root you out of your keep and hang you for an Oathbreaker. Oathbreaker, is it? I'll not sit here and swallow insults from a boy so greedy pisses grass. Selbst Ramsay zweifelt, wo sie doch nicht wenigstens niederknien wollen, also einen Eid ablegen. Stattdessen aber das Geschenk, die Geiseln und der Kopf des Direwolfs als Beweis. Und auch wenn der Kopf und das Fell sehr nach Rickons Shaggy Dog aussehen, im ersten Moment kam er mir etwas klein vor. Vielleicht ist es auch nur Wunschdenken, aber ich erinnere mich, wie einst Greyjohn Amber als erster dazu aufrief, Robb Stark zum König des Nordens zu erheben. There sits the only king I mean to bend my knee to. The King of the North! The King of the North! Und der Sohn dieses Mannes soll ein Verräter sein? Ein Oathbreaker? Ich bezweifle es.